Servus zusammen. Ich möchte heute mal über das Thema deutschsprachige Regeln sprechen, denn mir sind da im vergangenen Jahr ein, zwei Dinge passiert bzw. aufgefallen, über die ich mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht habe. Und im späteren Verlauf gibt es dann auch die Auflösung, was das damit zu tun hat, dass deutschsprachige Regeln Mist sind. Okay, gleich mal vorweg, deutschsprachige Regeln sind natürlich nicht Mist. Ich werde mal von vorne starten als Aufbau des Ganzen. Als ich ins Hobby eingestiegen bin, das müsste 2001 herum gewesen sein, da war es einfach nicht so verbreitet, dass man jetzt englischsprachige Regeln hatte. Es war eigentlich, soweit ich es zumindest aus meiner Umgebung sagen kann, alles auf Deutsch. Man hatte natürlich ohnehin nur die Spielsysteme von Games Workshop damals. Das andere ist nur so nebenbei reingekommen oder hat man dann später mal gefunden. Aber im Endeffekt in der Kleinstadt bei mir, die damals noch gar keine Stadt war, gab es nur einen Spielzeugladen, der eben Games Workshop geführt hat. Und über diesen Laden sind dann die meisten eigentlich bei uns ins Hobby gekommen. Meine Leidensgeschichte, wie ich dann zum Hobby gekommen bin, ist vielleicht mal eine Sache für ein späteres Video, das soll hier jetzt nicht Thema sein, aber grundsätzlich war eben dieser Laden dann der Ansprechpunkt und Einstiegspunkt für viele von uns und da war natürlich alles regeltechnisch auf Deutsch, weil wie gesagt Games Workshop und man hatte alle Regeln eben auf Deutsch und ich habe mir dabei eigentlich nie Gedanken gemacht über englische Regeln, auch wenn du dann mal mit anderen Leuten gespielt hast, war es eigentlich in meinem Fall nie der Fall, dass jemand mal mit einem englischsprachigen Regel oder Kodex aufgetaucht wäre. Daher, das war ja nie ein Thema, sich darüber Gedanken zu machen. Daher alles immer auf Deutsch. Und das war bei mir eigentlich immer so, bis eigentlich heuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich über die Jahre, man ist dann auf andere Spielsysteme gekommen, wie noch auch Anfang, Mitte der 2000er eben Confrontation. Das ist, soweit ich weiß, sowieso nur auf Französisch klarerweise, aber eben auch Englisch gegeben hat, aber glaube ich nie auf Deutsch. Außer möglicherweise Regeln, glaube ich, gab es auf Deutsch. Das war dann, soweit ich weiß, alles Englisch. Aber man hatte zumindest mal die Grundregeln auf Deutsch. Und dann gab es aber im Laufe der Zeit auch andere Systeme wie Flames of War, die eigentlich größtenteils dann oder die eigentlich dann immer auf Englisch gewesen sind. Und da hat man sich dann das erste Mal damit aus meiner Sicht auch auseinandersetzen müssen mit den englischsprachigen Regeln, weil es einfach nichts Deutsches gab. Ansonsten, wie gesagt, in meinem Fall die letzten 20, 21 Jahre, wenn es irgendwie gegangen ist, war alles immer auf Deutsch bei mir. Da habe ich auch nie groß darüber nachgedacht. Deutsche Regeln sind natürlich nicht Mist, sondern sind natürlich in der Hinsicht dann auch wichtig für uns, vor allem im deutschsprachigen Raum, weil natürlich die meisten Spielsysteme von außerhalb kommen, aus dem englischsprachigen Raum oder auch Spanien, andere Länder, wo eben nicht Deutsch gesprochen wird. Und daher kommen die meisten Regelsysteme ohnehin schon auf Englisch auf den Markt und in manchen Fällen dann eben auch auf Deutsch übersetzt. Da ist es natürlich auch so, es ist einfacher, Leute ins Hobby zu bekommen, wenn man deutsche Regeln hat. Denn ich hatte zwar nie das große Problem mit den englischen Sachen. Gut, ich bin jetzt nicht perfekt in Englisch, aber soweit reicht es auf alle Fälle aus, um da weiterzukommen, auch was die Regeln betrifft, keine Probleme zu haben. Und daher von meiner Seite kein Problem, wenn es englische Regeln gibt. Aber ich kenne halt auch Leute, die dann nicht so gut mit Englisch sind oder auch keine Lust haben auf englischsprachige Regeln und sagen, bei mir muss alles Deutsch sein oder wenn es irgendwie geht, bitte Deutsch. Und da ist es natürlich super, wenn wir ein deutsches Regelbuch oder generell deutsche Regeln für ein Spielsystem bekommen, weil so natürlich sehr viel mehr Leute ins Spiel finden können. Gutes Beispiel jetzt auch heuer das Thema Kings of War. Da ist ja nun endlich das deutschsprachige Regelbuch verfügbar. Das finde ich extrem cool, weil eben auf diese Art und Weise eben diese Leute dann auch die Möglichkeit jetzt haben, sich die Regeln anzuschauen und ins Spiel einzusteigen und eben nicht auf Englisch angewiesen zu sein. Soweit ja
alles ganz schön und gut. Und wie gesagt, ich finde es auch super, wenn es Regeln auf Deutsch für ein Spielsystem gibt. Aber ich bin jetzt im Verlauf des letzten Jahres auf zwei Probleme für mich gestoßen, wo das Ganze für mich persönlich nicht mehr ging. Und zwar, dass ich fange hier mal an mit dem Thema eben auch Age of Sigma und mit dem ersten Punkt, der letztes Jahr aufgetaucht ist bei mir. Das war das Thema Einstieg dritte Edition. Ich habe mich auf die dritte Edition gefreut, habe mir dann auch das Regelbuch besorgt, beziehungsweise diese Box, die es eben gab, war das Dominion, ich glaube, keine Ahnung, diese Box eben gekauft, damit ich die Regeln habe und bin eigentlich nach wie vor durchaus happy mit dem Spielsystem, auch wenn ich jetzt noch nicht wirklich so viel zum Spielen gekommen bin in dieser Edition. Aber das Regelsystem gefällt mir. Aber darum geht es hier jetzt nicht. Fakt war, die Nighthounds hatten ihren Battletome-Band, den alten, schon zum Start der zweiten Edition bekommen. Der war alles andere als gut. Und daher war für mich klar, ich will eben was anderes spielen und ich habe noch die Karadron Overlords. Also ich werde mich damit befassen, mit dieser Armee und die mal dann aufbauen wollen. Und habe dann die Regeln dazu angeschaut oder beziehungsweise bin ein bisschen auch weitergegangen, habe mir ganz explizit auch Battle Reports angesehen für Karadron Overlords, um eben Ideen zu bekommen, was die Leute so spielen, was man so vielleicht für Konzepte spielen könnte, um da ein bisschen wieder reinzukommen, was Age of Sigma und speziell dritte Edition betrifft. Und ich hatte da schon eine grundlegende Idee meiner Liste und bin da auf eine Ausrüstung bzw. ein Artefakt gestoßen für einen Helden, wo ich mir gesagt habe, das wäre cool eigentlich mitzunehmen in Verbindung mit einem Admiral, geht aber nicht. Also ist laut Battletome nicht möglich, also war das kein Thema für mich. Und dann in späterer Folge sah ich auf einmal eben die englischen Battle Reports, wo genau das passiert ist. Jeder von diesen Battle Reports oder in jedem von diesen Battle Reports hatte der Karadron Overlord Spieler einen Admiral dabei mit genau diesem Artefakt. Und mir gedacht habe, wie geht das? Wie funktioniert das? Das habe ich natürlich dann auch nachgefragt in, in einer englischsprachigen Age of Sigma Gruppe. Und siehe da, der Karadron Overlord, also nicht hier, der, sondern der Karadron Overlord Battletome Band auf Deutsch ist falsch. Im Deutschen steht ganz explizit drinnen, dieses Artefakt ist nur für diese und jenen Helden erlaubt. Und für die anderen eben nicht. Aber im Englischen steht das eben nicht drinnen. Das heißt, im Englischen, ich muss mich jetzt kurz korrigieren, es war ein Artefakt, das laut deutschem Buch nur für den Admiral genommen werden darf. Im Englischen habe ich aber gesehen bei den Battle Reports, dass auf den Chemisten dieses Artefakt verwendet wird. So, jetzt wird ein Schuh draus. Und ich wollte eben dieses Artefakt, wie gesagt, auch nehmen für den Chemisten. Was aber laut deutschem Buch nicht möglich ist und nach wie vor nicht möglich ist, weil das ist das gleiche Buch und es gibt auch kein Errata, wo das drinnen steht, dass das falsch ist. Ist okay, nicht die englische Ausgabe, sondern die deutsche. Interessiert überhaupt niemanden anscheinend bei Games Workshop, dass das falsch ist. Dementsprechend, wenn man das Buch jetzt auf Deutsch hat, so wie ich, könnte man rein theoretisch das nicht spielen. Und da hatte ich schon wieder zum ersten Mal nicht mehr so eine richtige Lust auf Age of Sigma, weil man hat Regeln, die eigentlich nicht korrekt sind. Natürlich, klar, das kann sowas kann passieren. Ist ein Übersetzungsproblem, ist hier irgendwie untergegangen, sowas kann natürlich vorkommen. Hat mich nur halt damals gestört, mittlerweile stört es mich in keinster Weise, weil ich es weiß und weil ich eben auf den Facebook-Post verweisen kann und den auch ausdrucken kann, um zu sagen, okay, hier steht es anders und wenn es dann aus irgendeinem Grund jemand ein Problem damit hat, dann muss man es eben runterschlucken und so spielen oder halt sagen, ja okay, meine Regeln, die wirklich offiziellen englischen Regeln sagen was anderes als das, was in meinem deutschen Buch drinnen steht, also würde ich es auch so spielen, also sonst lasse ich es. Aber worauf ich hier hinaus will, ist einfach das Problem, man hat hier jetzt, wenn man sich das deutsche Buch aktuell kauft, also den Battletome Band der Karadron Overlords, falsche, das hat, dann hat man eigentlich
falsche Regeln, weil man hier Sachen nicht verwenden kann, die offiziell eigentlich laut englischen Regeln möglich wären. Das ist schon mal der erste Punkt, wo mir dann das Thema eben sauer aufgestoßen ist, so ein bisschen, wie vorhin schon gesagt, es ist kein großes Malheur jetzt im Nachhinein betrachtet. Es hat mich nur voriges Jahr extrem gestört. Aber das ist halt so ein Problem. Da hast du dann Regeln, die eben dann original auf Englisch herausgekommen sind, ins Deutsch übersetzt wurden und dort sind Fehler drinnen, die es eben im Original nicht gibt. Und auf sowas kommt man halt dann nicht unbedingt drauf, wenn man jetzt in einer kleineren Spielgruppe spielt oder wenn man vielleicht überhaupt kein Interesse an Turnieren und so weiter hat und dann spielt man Sachen, die man sich vielleicht schon gedacht hätte, das könnte man oder daran wäre man interessiert zu spielen, kann man aber auf regeltechnischer Sicht nicht, weil es eben im Buch nicht drinnen steht, aber in Wahrheit wäre es dann doch wieder möglich. Das ist schon mal ein so ein Punkt, wo ich dann, der dann auf das Thema hinaus abzielt, deutsche Regeln sind Mist. Zweites Thema, und da bleiben wir auch bei dem Ding hier, auch Age of Sigma, und zwar speziell die Nighthounds mit dem neuen Battletoon-Band. Das ist jetzt natürlich nur eine ganz, ganz persönliche Sache von mir, gleich wie auch das letzte eigentlich etwas rein subjektives mehr oder weniger von mir auch gewesen ist, weil das, wie gesagt, ist eigentlich auch kein großes Malheur und das ist eigentlich noch weniger ein Malheur, deswegen kommt es auch an zweiter Stelle hier die Übersetzungen. Ich habe eigentlich in diesen 20, 21 Jahren, wo ich im Hobby bin, nie Probleme gehabt mit deutschen Übersetzungen. Ja, die ein oder andere Edition, wo dann vielleicht damals, ich glaube, von englischen Begrifflichkeiten eben mit den Namen von Einheiten dann auch geswitcht wurde ins Deutsche. Das war ein bisschen komisch in manchen Situationen, weil es in manchen Situationen eben gemacht wurde, bei anderen dann wieder nicht. Und sich gedacht hat, hey, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Hat mich aber insoweit nicht gestört. War eigentlich kein Problem mit. Aber jetzt eben aufgrund des ersten Punktes mit den falschen Regeln vom Karatron Overlords Battletoon Band auf Deutsch und dann, als ich das erste Mal dieses deutsche Buch in meinen Händen hielt, wie man hier sieht, ich habe es mir hier auf Englisch geholt, waren dann die Namen der Einheiten. Als ich mir diesen Band, also den deutschen, durchgeschaut habe, war für mich sofort klar, das ist mir in diesen 21 Jahren Hobby noch nie passiert, ich werde mir dieses Buch nicht kaufen. Diese Namen, das geht überhaupt nicht. Ich weiß, okay, ich habe es auch gar nicht geschaut, wenn man diese englischen Namen hier, die Originalen, übersetzen würde ins Deutsche, ob das dann wirklich das Gleiche wäre oder eben nicht. Nur das, was hier teilweise drinnen gemacht wurde mit den englischen Namen auf Deutsch, das hört sich für mich so blöd an, dass ich das erste Mal ganz bewusst die Entscheidung getroffen habe, mir hier den englischen Battletoon zu holen. Grundsätzlich, es hört sich einfach schon mal von Grund auf, in diesem Fall, auf Englisch von den Namen her besser an. Um das Ganze jetzt aber auch mal abzuschließen und wieder quasi runterzukommen ein bisschen, wie ich vorhin schon sagte, das sind eher persönliche Empfindungen von mir und muss natürlich jeder für sich wissen. Ein Thema, das ich nur noch dabei auch gemerkt habe, vor allem im Verlauf der letzten paar Jahre, das war jetzt früher auch nie der Fall, wie gesagt, wenn die Leute ohnehin mit deutschen Regeln gespielt haben. Aber so in den letzten, ich sage jetzt mal 5 bis 8 Jahren, ist es mir besonders aufgefallen persönlich, dass immer häufiger sich Leute die Regeln auf Englisch kaufen. Und da habe ich dann auch schon das Thema festgestellt, dass man dann hier ein bisschen durcheinander kommt. Und dann hat man sich mit einem Spiel wie zum Beispiel Age of Sigma in der neuesten Edition befasst oder auch 40k zum Beispiel, will ein Spiel mal machen und trifft sich mit jemandem, der eben nach den englischen Regeln spielt, beziehungsweise die englischsprachigen Bücher hat und der dann Begriffe verwendet im Spiel, wo man sich denkt, hä, um was geht's? Was willst du jetzt machen? Weil man eben selbst die englischen Begriffe nicht kennt und das auch nicht eins zu eins direkt ins Deutsche dann übersetzen kann, weil man den Begriff vielleicht gar nicht kennt im Englischen. Und das macht es halt dann auch nicht ganz so spaßig. Und da ist mir schon ein bisschen aufgefallen, dass das vielleicht ganz interessant wäre, je nach Situation natürlich die englischen Regeln zu haben. Wie gesagt,
Hier steht, hier habe ich eh gesagt, wieso ich mir diese Ausgabe jetzt gekauft habe auf Englisch und eben nicht auf Deutsch. Aber grundsätzlich nochmal gesagt, ich finde es gut, wenn wir deutsche Regeln bekommen, weil wir so eben die Möglichkeit haben, mehr Leute ins Hobby zu bekommen. Leute, die eben nicht unbedingt so gut oder vielleicht überhaupt kein Englisch sprechen. Daher ist das Ganze schon eine sehr gute Sache. Mir ist auch klar, dass das natürlich nicht jede Firma machen kann, aber je häufiger, desto besser. Gutes Beispiel auch bei Mantic. Ich habe da bei Kings of War eigentlich nicht damit gerechnet, dass sie hier nochmal in der dritten Edition jetzt ein deutsches Buch herausbringen werden, weil meiner Einschätzung nach das Spiel einfach hier auf dem deutschsprachigen Markt nicht so stark vertreten ist, und auch wenn es vielleicht am Kommen ist, aber im Großen und Ganzen nicht so viel gespielt wird und sich das möglicherweise von Haus aus schon gar nicht auszahlt, hier irgendwie Geld zu investieren, um ein deutsches Buch zu veröffentlichen. Wie wir aber sehen, ist das natürlich jetzt passiert und es gibt eine deutsche Version des Kings of War Regelbuchs, was eben auch eine sehr gute Sache ist. Ich glaube, wenn man so im Großen und Ganzen einfach nur casual spielt, spielt es ohnehin keine Rolle, ob man jetzt deutsche Regeln, englische Regeln verwendet, ob man möglicherweise einen Übersetzungsfehler drinnen hat in den deutschen Regeln, weil entweder man befasst sich dann ohnehin ein bisschen damit und merkt, okay, oder kommt zufällig so wie ich über die Battle Reports drauf, okay, da passt irgendwas nicht und findet so heraus, dass eben ein Fehler drin ist und kann das dann Ganze dann ja auch weitergeben. Also ich sehe jetzt da für mich keinen Grund zum Beispiel darin, mir aufgrund dieses einen Fehlers jetzt da den Karadron Overlords Battletoon, der noch aus der zweiten Edition ist, jetzt da auf Englisch zu kaufen, nur um die korrekten Regeln zu haben für diese eine einzige Regel, für dieses eine Artefakt, sondern das lässt sich auch anders lösen. Wünschen würde ich mir natürlich persönlich, wenn solche Dinge, die sich aber irgendwie auffallen, es muss sich doch irgendwie auch bei Games Workshop früher oder später mal gemeldet haben im Verlauf dieser, keine Ahnung, 2 Jahre, wo es das Buch jetzt gibt und gesagt haben, dass hier was falsch ist und da ein Errater herausbringen, um das Ganze zu korrigieren, damit man das Ganze weiß. Ich habe nachgeschaut bei den Errata, als ich da drauf gekommen bin, habe es nicht gefunden. Auf diese Art, auf dieses Thema nochmal hinkommen, heißt es auch, ich selbst bin auch nicht so viel gewesen, mich bei Games Workshop zu melden, weil ich damals auch einfach keinen Bock mehr hatte. Aber ich werde das jetzt nachholen. Ich werde jetzt nochmal in die Errata reinschauen, ob es vielleicht doch irgendwie korrigiert wurde, dass es drinnen steht, dass das falsch ist. Wenn nicht, werde ich mal an Games Workshop definitiv eine Nachricht schicken, um sie einfach mal zu informieren darüber. Vielleicht haben wir das Glück und das Ganze wird ausgebessert. Aber das ging halt wieder jetzt speziell ums Games Workshop Thema. Und was es ja hier eigentlich im Großen und Ganzen im Video doch erst wieder gegangen ist, auch wenn es im Grunde um das allgemeine Thema gehen sollte oder mehr gehen sollte, was deutsche Regeln betrifft. Aber meine Beispiele waren halt eben bezogen auf Age of Sigma, weil ich mir, wie gesagt, in den vergangenen 20 Jahren hauptsächlich nur deutsche Regeln gekauft habe und ansonsten bei anderen Spielsystemen wie Malifaux, Flames of War, Kings of War gab es bisher ohnehin oder gibt es eh nichts auf Deutsch und daher gab es da nie das Thema, dass man hier in ein solches Problem hineinlaufen könnte. Hatte von euch auch schon mal jemand so ein Thema oder ist auf so etwas gestoßen? Könnt ihr uns gerne in den Kommentaren sagen.